Ich begrüße euch zu meinem Teil 3 der Videos über Holster. Ich habe vorher die Holster aus den ersten Videos aufgeräumt und dabei sind mir ein Haufen andere Holster in die Hände gefallen. Und ich habe mich jetzt entschieden, ein drittes Video zu machen, wo ich euch einfach noch diverses weiteres zeige. Auch ohne großes Konzept, ohne großes Skript. Ich will euch jetzt einfach nur einiges zeigen, was noch so übrig geblieben ist. Ist auch nicht chronologisch geordnet. Was auch dann ein bisschen über die Holster rausgeht und auch ein paar weitere Fachbücher. Anfangen will ich mit einem ganz besonderen Stück. Dieses Holster ist ein ganz normales Polizeiholster, wie es sie massenhaft gibt. Das ist aber ein persönliches Erinnerungsstück. Das hat mir ein sehr, sehr guter Freund geschenkt, obwohl es von seinem verstorbenen Vater ist. Der war Polizeibeamter der badischen Polizei und der hat eine MAP D geführt. Hier sieht man Ulm, Dr. R. Römer, 1960 gestempelt. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwer lesbar. Man könnte auch meinen, es wäre für eine Walter PP oder so. Nein, es ist aber für eine MAP D. Und damit geschenkt hat er mir dieses Reinigungsgerät und die Schachtel dafür. Innen will ich euch das Holster nicht zeigen, da steht nämlich sein Name drin. Den habe ich auch hier abgedeckt. Pistole Automatik MAP. Manufaktur der Arms Bayonne. Und hier unten ist die Polizeidienststelle, in der er gearbeitet hat und der Name von ihm. Reinigungsgerät für Pistole Polizei Baden. Baden und Württemberg wurden irgendwann zusammengelegt und ein Bundesland. Und nach der Zusammenlegung 1960 müssten sie schon zusammengelegt worden sein, kam dann das Holster. Hier ist der Inhalt davon. Das ist ein 765er Reinigungsgerät mit der Ölflasche, der Kette, der Bürste, Dochte und einem Reinigungslappen. Sehr toll gemacht, wie so ein Griffelkasten. Die sind bei mehreren Behörden eingesetzt worden, diese Reinigungsgeräte. Mir sind aber nur aus Süddeutschland, sind die mir bekannt. Also zum Beispiel auch vom Zoll aus der Region und so. Hat mich sehr gefreut, dass ich das geschenkt bekommen habe. Er war der Meinung, ich wäre dem würdig, das aus der Erbschaft zu bekommen. Das Buch habe ich hergelegt. Kauft euch gute Fachbücher, um einfach mal kurz die MAP D zeigen. Die MAP D kennen viele nicht. Das ist eine Kopie der FN 1910 bzw. 1910-22. Zum Sammeln eine sehr interessante Pistole, weil es da sehr viele Varianten von gibt. Es gibt welche, die haben hier unten eine Klinke, um vorne die Mündungsmutter zu entfernen, um sie zu zerlegen. Wenn die Klinke da ist, ist es eine Vorkriegsvariante, vor 45. Wenn keine Klinke da ist, dann ist es eine aus dem Nachkrieg. Die sind auch nach dem Krieg viel verwendet worden. Vom französischen Forst, französischen Polizei, den deutschen Länderpolizeien und so weiter. Ich mache jetzt hier einfach mal weiter mit den Sachen, die neben mir liegen. Und zeige euch ein bisschen was. Ich glaube, auf YouTube nennt man sowas Show and Tell oder so. Kann schon mal jemand überlegen, ob er dieses Holster erkennt? Das ist das Pistolenholster der Schweizer Armee. Habe ich erst vor kurzem geschenkt bekommen. Von einem ehemaligen Schweizer Soldaten. Das ist die passende Dienstvorschrift dafür. Wenn ich euch sowas zeige, ich zeige euch hier keine vertraulichen Dinge und Dienstgeheimnisse und ähnliches. Die sind alle frei verfügbar. Die kann man teilweise im Internet runterladen, die kann man sich bestellen. Nichts, was ich euch hier zeige, sind irgendwelche Geheimnisse. Das ist der Einsatzgürtel der Schweizer Armee, das Koppel. Ein hervorragender Gürtel. Da muss man sich keinen 100 Euro Super Tactical Gürtel irgendwo kaufen.
von irgendeinem Hersteller, dem es nur geht, dass irgendwas cool aussieht. Es hat ein bisschen ein eigenartiges System hier mit diesen Haken. Das war mir auch lange unbekannt. Die haken sich dann hier in diese kleinen Vertiefungen ein. Das ist von der Grundtrageeinheit, das, was wir Deutschen als Koppeltragegestell kennen. Dieses Lochkoppel von der Bundeswehr, das ist von Schweizern und nur der Hosengürtel, also nur nur das Koppel dafür. Und hier wird es dann eingeschlauft, diese Schulterriemen. Und das Pistolenholster, das hat genau auch solche Haken, um es dazu befestigen. 1995 gestempelt, Sattlerei Schenk. Ich würde das auch so interpretieren, dass es hier auch zwei Stufen gibt, um das Holster zu schließen. Einmal so und dann kann man als größere Verlustsicherheit die Schlaufe hier noch reinlegen. Und das ist das Reinigungsgerät dafür. 90 gestempelt. Ich vermute aber nicht, dass das 90 hergestellt ist, sondern nur das Modell 90 ist. Ich gehe davon aus, dass die Schweizer so große Bestände an Munition hatten aus dem Zweiten Weltkrieg noch, dass sie da diese Reinigungsgeräte draus gemacht haben. Sehr hochwertig gemacht mit den ganzen Bürsten. Wirklich toll. Ich zeige euch auch noch kurz die Dienstvorschrift für die Schweizer Pistole. Das ist natürlich die Sig Sauer 225, die man in Deutschland als P6 kennt, eher im Behördenbereich. Das ist die offizielle Vorschrift der Schweizer, vom Schweizer Militär aus dem Jahr 2000. Diese Vorschrift stellt, ich will jetzt nicht sagen, die moderne Literatur in den Schatten, aber sie ist absolut gleichwertig mit irgendwelchen neueren Büchern über das taktische Schießen. Also hier sind zum Beispiel so Themen behandelt, wie Schießen im Nahkampf. Was habe ich hier noch markiert? Störungsbeseitigung mit nur einer Hand, Schießen mit der Lampe. Eine hervorragende Vorschrift, kann ich schwer empfehlen. Das Gegenstück dazu aus Deutschland, ich habe das P1 Holster euch jetzt schon gezeigt. Das P1 Lederholster, das ist das etwas modernere. Das ist das fürs Lochkoppel. Jeder ehemalige Soldat wird das kennen, diese eigenartige deutsche Konstruktion hier. Für die es nicht kennen, für die Ungedienten. Das öffnet man hier, das hängt man dann ins Lochkoppel ein. Dann drückt man die rein und befestigt es damit. Hat sogar erstaunlicherweise funktioniert, so kurios wie es aussieht. Im militärischen Bereich braucht man natürlich das zweifellos, wenn man durch den Dreck kriecht, dass die Waffe richtig gut geschützt ist. Und diese Verschlüsse, die sind eigentlich auch wirklich nicht schlecht. Vor allem, sie sind relativ lautlos im Vergleich jetzt zu Klett zum Beispiel. Klett ist ja militärisch da nur sehr eingeschränkt verwendbar. Und als weitere Verlustsicherheit gab es dann hier noch eine extra Lasche. Bei deutschen Soldaten üblich war immer das Festkleben vom Magazin. Wenn hier die Pistole drin gesteckt hat, das war jetzt nicht nur bei der P1, sondern auch bei der P8 so, haben deutsche Soldaten ganz oft mit Klebeband sich das Magazin befestigt. Das war bei der P1 durchaus sinnvoll. Da war hier der Magazinlöseknopf, dann konnte man das auch leicht verlieren oder es konnte einem geklaut werden. Feldjäger zum Beispiel hatten ja auch immer eine Ausbildung für Demonstrationen. Bei der P8 war das ein bisschen anders. Bei der P8 ist ja ich sag's nochmal, die Waffen sind alle sicherheitsüberprüft. Schreibt mir keine dummen Kommentare drunter. Die P8 hat hier einen Magazinlöseknopf, den man nach unten drückt. Und das ist schon extra deswegen gemacht worden, dass wenn das Holster gedrückt wird, dass man nicht das Magazin verliert. Die Leute haben sich da richtig viel bei gedacht, wenn sie diese Waffen entwickelt haben. Und das ist auch so ein Grund, warum ich die Firma Heckler & Koch so schätze. Da steckt sehr viel Gehirnschmalz drin, sehr viel Grips in den Konstruktionen, wo andere Firmen sich einfach 40 Jahre ausruhen und gar nichts weiterentwickeln oder die Entwicklung von anderen klauen. Auf jeden Fall diese Wippe, die man nach unten drückt, hat eine viel größere Verlustsicherheit ergeben und dann war dieses Festkleben nicht mehr unbedingt nötig.
Das habe ich euch schon mal gezeigt im letzten Video. Pendelstegholster hier von der Bayerischen Polizei. Genau diese Holster sind übrigens auch bei der Schweizer Militärpolizei verwendet worden. Ich habe euch aber das letzte Mal vergessen, was zu zeigen und auch zu erklären. Ich habe mir extra ganz viel Kaffee für das Video geholt, weil vielleicht wird es länger. Hier ist diese Kunststoffschiene drin. Diese Schiene, die hat vor allem eine Funktion, dass die Pistole, ich habe mir jetzt hier fast keine Waffen bereitgelegt, außer meine kleine Beretta, zu der ich nachher noch komme, nur gerade rausgezogen werden kann. Und das sollte eben auch mit verhindern, dass ein Polizisten die Waffe entrissen wird. Die waren speziell so konstruiert, dass sie in andere Richtungen nicht rausgezogen werden konnten. Also zum Beispiel in die Richtung, sondern nur gerade nach oben. Und da sollte diese Schiene mithelfen. Und was diese wilde Konstruktion hier mit dem Pendelsteg noch konnte, ich habe ja schon erklärt, die war zum hauptsächlich, dass man sich ins Auto setzen kann. Das ist ein, genau, das ist ein Linkshandholster hier. Dass man das öffnet und sich dann hinsetzen kann. Man kann die, wenn ich es jetzt hier vor der Kamera schaffe, auch hier ziemlich leicht abnehmen. Genau hier. Das muss man nach oben ziehen und da kann man das abnehmen. Und das ist natürlich für Behörden eine super Sache gewesen. Dann kann man zum Beispiel seinen Hosengürtel in den Spind legen und die Pistole irgendwo in den Tresor schließen. Eine super Sache. Das war ein Wechselaufsatz. Ich weiß nicht genau, ob der genau hier dazu gehört hat. Auf jeden Fall hat man mit diesem Wechselaufsatz den Abstand der Waffe zum Träger variieren können. Man hätte das zum Beispiel verwenden können, wenn man eine schwerere Schutzweste verwendet, bei Spezialeinheiten oder bei der Bereitschaftspolizei. Und dann hat man einen anderen Gürtelhalter verwenden können. Auch sehr interessant. Kriegt man heute kaum zu sehen, sowas. Aber die Leute waren ja damals auch nicht blöd. So, ich habe von der Bücherreihe Polizeiwaffen habe ich ja schon was gezeigt. Das ist die Ausgabe Bayern. Und das habe ich hergelegt, weil da dieses Holster drin ist. Das ist ein P7 Holster der Bayerischen Polizei. Es ist gestempelt 1983. Welcher Hersteller HR ist, weiß ich nicht. BYP. Und das hat einfach eine ganz andere Befestigung hier oben, um es zu entfernen. Das ist ein Lederriemen zur Sicherung, ein Metallschieber und dann kann man es abmachen. Wird wahrscheinlich einiges stabiler gewesen sein als die andere Konstruktion. Einen großen Unterschied macht es nicht, und hat hier nur einen Knopf, um es dann hier zu befestigen. Das ist ein ganz anderes Pendelstegholster. Ich habe gerade durch alle meine Bücher geschaut. Ich finde es nicht. Ich weiß nicht, von welchem Bundesland es ist und für welche Waffe. Albrecht Kind 1990. Und was mir hier aber aufgefallen ist, es ist nicht arretierbar. Also meiner Meinung nach eine ziemlich schlechte Konstruktion. Hat ja auch einen Knopf und man kann es irgendwie abnehmen, wenn ich es denn hinkriege, genau. Sehr aufwendig gefertigt. Wirklich beeindruckend eigentlich auch. Muss ich mal ölen, dass dem nichts passiert. Aber diese baumelnde Trageweise, da würde ich gar nichts von halten. Ganz ähnliche Holster hat es auch für die P9 gegeben. Mal gucken, was ich mir hier rausgesucht habe. Genau, hier ist es. P7 Holster, hier ist es abgebildet. Die P9. Genau, hier sieht man auch so eine ganz wilde Konstruktion. Bayerische Grenzpolizei. Die haben mit den Spezialeinheiten als erstes die P9 gekriegt, wo alle anderen Polizeibeamte noch Walter PP getragen haben und PPK. Auch an den Flughäfen zum Beispiel, weil an den Flughäfen gab es ja viele Terroranschläge in der damaligen Zeit.
die heute auch kaum noch bekannt sind. So, das nächste Buch, das nächste Holster. Ein bisschen eine Kuriosität. Das sind Magazintaschen, unschwer zu erkennen, von der Berliner Polizei. Das ist jetzt, glänzt jetzt sehr, weil ich es gefettet habe. Polizeipräsidium Berlin, PPR und BLN. 1963. Es ist in diesem Buch leider nicht drin. Da sind nur andere drin. Ich vermute, sie sind fürs G3. Die Länderpolizeien haben hauptsächlich G1 und G3 gehabt. Also G1 ist das FNFAL. Und hier sind nur diese Magazintaschen drin, die oben offen sind. Sehr interessante Bücher. Hier Maschinengewehr, Manöver. Es waren nicht wirklich Manöverwaffen, die sind aus politischen Gründen, mussten die so gestempelt werden. Weil die Berliner Polizei keine Waffen aus westdeutscher Fertigung haben durfte. Tolle Bücher. Die kosten auch nicht so viel. Die kosten, glaube ich, etwa 45 Euro Stück. Und ich bin froh um jedes einzelne, was ich habe. Ich glaube, ich habe 6 Stück inzwischen davon. So, ein paar nordrhein-westfälische Holster. Ich habe das letzte Mal schon einige nordrhein-westfälische gezeigt. Ein bisschen Gerödel. Dieses billige Holster habe ich im letzten Video schon gezeigt. Daran wollte ich euch jetzt einen Unterschied zeigen. Hier P99, weiter gestempelt ist es nicht. Es ist aber von der nordrhein-westfälischen Polizei, das weiß ich. Hier seht ihr die Verstärkung. Und hier ist eine kleine Metallplatte drin zur Verstärkung. Das ist ein Linkshandholster und das ist kaputt. Der Knopf ist kaputt. Zum Sammeln macht es aber nichts. Und man hat hier 2 Schlaufen, damit kann man den Ziehwinkel einstellen. Aber was ich euch jetzt hier zeigen wollte, dieses Holster hat hier einen sehr großen Abstand und sitzt sehr stabil an der Hose und immer an derselben Stelle. Dieses billige Zivile, das lottelt einfach rum. Also genau das ist der große Unterschied zwischen einem hochwertigen und einem billigen. Auch ein nordrhein-westfälisches Holster. Bianchi Modell 82. Rechtshänder Modell P99QA. Quick Action heißt es, glaube ich. Das hat hier auch eine Wegnahmesicherung, die mit dem Mittelfinger gelöst wird. Und hier, diese beiden Lederschlaufen sind dafür da, um sich auch den Winkel etwas anzupassen. Ist auch, wer zivil, absolut verwendbar. Sehr viele Sportschützen haben diese Holster mit Wegnahmesicherung, gerade auch mit Tierknöpfen aus Kydex. Die kommen ja sehr groß in Mode. Ist nicht für Sportschützen gemacht, aber sie funktionieren natürlich. Noch ein bisschen Literatur. Bremen und Bremerhaven. Und ein Visierspezial. Auch die Visierspezial will ich nicht missen. Die Visierspezial haben mich auch durchaus mit dazu gebracht, dass ich Sammler werde. Und sie geben einem immer einen guten Überblick. Da kann natürlich ein so ein Heft nicht 10 solche Fachbücher ersetzen. Natürlich nicht. Aber es gibt einen guten Überblick. Was wollte ich euch jetzt zeigen? Ich glaube, ich wollte euch hier diese Widmenmacherholster nochmal zeigen. Ich habe hier nur ein paar Einzelteile, wo ich nicht genau weiß, wo die dazugehören. Wenn es jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Das sage ich nicht, um irgendwelche Klicks und den Algorithmus anzukurbeln. Der ist mir relativ egal. Aber es wäre natürlich durchaus hilfreich. Das hier ist kein Schulterholster. Das ist der Riemen, der um die Schulter gelegt wird, wie ein Gewehrgurt.
und dann hängt das an der Hüfte und hier wird dann ein Holster eingehängt. Und zwar etwa so. Wieder der Schultergurt, das hängt an der Hüfte. In den Taschen der Uniformen waren Schlitze, da kommt dieses Lederteil durch und außen wird es dran gehängt. Eine furchtbare Konstruktion, die totale Katastrophe. Hier kann man es sehen auf einem alten Foto, wie es hier raushängt aus der Tasche. Ganz, ganz schlimm. Weil man nie weiß, wie seine Waffe hängt. Und wenn man sie zieht, braucht man beide Hände. Ganz schlimm. Es gibt so Universalholster. Das war auch ein Universalholster. Ich meine, ich habe das Holster, was hier eingehängt wird, noch irgendwo. Auf jeden Fall hat es einen Clip. Ähnlich wie hier, nur dass es ein Metallbügel ist und nicht so eine Platte. Und das hat man in die Hose stecken können oder in diese Schultertrageeinrichtung, diesen Schulterriemen. Das ist auch von irgendeiner Polizei, ich weiß leider nicht genau von welcher. Das kommt also um eine Schulter und das wird dann auf der anderen Seite an der Hose befestigt. Hier wird es auch an der Hose befestigt und dann kann man seinen Gürtelholster um die Schulter tragen. Wie gut es funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich habe sowas nie benutzt. Ein Schulterholster habe ich hier noch liegen. Da wollte ich euch noch was zeigen. Das ist dahingehend ein bisschen ungewöhnlich. Also es hängt, befestigt die Pistole horizontal und hat hier eine Befestigung, die die Mündung nach unten zieht, weil ansonsten der Griff es nach unten ziehen würde. Also das hält dann die Pistole horizontal. Eine Ersatzmagazintasche und eine Handfesselnhalter. Was ich euch jetzt hier zeigen wollte, das ist der beste Handfesselhalter, den ich jemals irgendwo gesehen habe. Der stellt alles andere in den Schatten. Ich habe zum Beispiel mal hier gedacht, das wäre eine tolle Konstruktion. Wenn man eine Pistole auf der einen Seite hat, hat man auf der anderen Seite dann noch ein Ersatzmagazin und einen Handfesselhalter. Das ist der letzte Dreck, weil das passt für so ziemlich gar nichts. Da passen genau diese alten Smith & Wesson Handschellen rein und das war's. Und auch hier kann man kaum variieren. Das ist eine Schraube zum Einstellen, die funktioniert aber wirklich schlecht. Und dann ist auch Pedal. Pedal muss man mögen. Ich selber mag sie gar nicht. So richtig gar nicht. Ich habe an meinem Jet Protector Holster habe ich ein Pedal dran gehabt. Das ist mein Jet Protector Holster. Da war das Pedal dran. Das habe ich sofort runtergeschraubt und mir so ein, wie auch immer die heißen, so einen Gürtelhalter dran gemacht, so einen universellen Techlock. Genau, Techlock werden die oft genannt. Damit kann man was anfangen. Das hängt stabil am Gürtel. Das kann man auf unterschiedliche Gürtel einstellen. Eine super Sache. Hier kann man dann die Verriegelung aufmachen, seitlich zusammendrücken und mit diesen Balken hier die entsprechende Gürtelhöhe einstellen. Eine topmoderne Sache für Einsatzgürtel. Hervorragend. Genau. Dieses Phobos-Holster, der letzte Dreck, habe ich noch nie verwendet, funktioniert einfach nicht. Hier ist es aber so, die beiden Teile der Handfesseln sind getrennt durch die Lederplatte und die Kette wird oben rübergelegt und dann klappert es so gut wie gar nicht. Es klappert jetzt minimal hier, aber das ist wirklich total unbedeutend, wenn es unter einer Jacke ist. Und dann wird es mit diesem Riemen werden die beiden Teile von der Fessel unten befestigt. Und durch diese Konstruktion passen da alle Handfesseln rein. Also wirklich so ziemlich alles. Ob jetzt die neuen dicken von Bonovi da drauf passen, weiß ich nicht, aber ansonsten passt da wirklich alles drauf. Eine hervorragende Konstruktion. Habe ich ansonsten noch nie irgendwo gesehen, ist aber das Beste, was ich je gesehen habe. Visierspezial, deutsche Polizeipistolen. Schauen wir mal, was ich euch hier zeigen wollte. Ich bin ja mit Rüdiger Neberg aufgewachsen. Und Rüdiger Neberg, den muss man... Was viele nicht wissen, ist, dass er zu seinen Anfangszeiten, wo er Sachen veröffentlicht hat, ein ganz anderer war wie später.
Am Anfang war der mehr so eine Art Kämpfer. Und da ging es ganz viel um Schießen und um Gewaltmärsche und ähnliches. Der hätte sicher einen guten Fernspeher abgegeben, Rüdiger Nehberg. Und der hat ja seinen eigenen Schießstand gehabt. Der hat ja scharf geschossen bei sich. Und Rüdiger Nehberg hat genau diese Schießhaltung hier propagiert. Die war da noch irgendwo. Hier ist es auch noch. Das hat dann ist in der DDR übernommen worden. Und ich habe das damals, habe ich das wirklich dann auch geübt. Das ist total dämlich, diese Schießhaltung. In diesen ganzen Fachbüchern sind viel aus Vorschriften ist da viel drin und da sind viele ähnliche Schießhaltungen drin. Da hat man ganz viel ausprobiert, vor allem so in den 80er Jahren. Das ist wirklich gut gemacht, das Visierspezial. Kann ich auch sehr empfehlen. Auch aus Ostdeutschland ist einiges drin. Und hier kommt der Holsterbericht. Eine 08-Tasche für die US-Besatzungszone, an der die Befestigung fürs US-Lochkoppel sind. Und im Internet ist ein Holster angeboten worden, das hatte ich auch bis dahin nie gesehen. Das ist auch so ein 08-Holster von der Volkspolizei. Und es hat gar keine Gürtelbefestigung und es war offenbar dafür gedacht, dass die Pistole in dem Futteral ins Handschuhfach gelegt wird. Sehr kurios. Genau, hier Schießausbildung beim Zoll mit der P4. Und hier seht ihr diese diversen Pendelstegholster. Und hier seht ihr nochmal so ein Witwenmacher-Holster hängen. Schwer am Rumbaumeln beim Schießtraining mit dem G1. Und hier seht ihr eins der bekanntesten Bilder von Herrn Stammel. Herr Stammel demonstriert, wie schlecht deutsche Polizeiholster sind. Und dieses Foto ging durch ganz Deutschland in der ganzen Szene. Alle haben sich gedacht, oh, der Herr Stammel mit seinem Revolver zieht da blitzschnell und lässt die Polizisten dumm aussehen. Aber Herr Stammel war ein Theoretiker und es hat offenbar noch niemand versucht, Herr Stammel seinen Revolver zu entreißen und ihn damit zu ermorden. Ist ein totaler Schmarrn. Es ist wirklich eine Unverschämtheit, dieses Bild. Und vielleicht mache ich mal über Herr Stammels Buch ein extra Video, was er für einen Unsinn redet. Gut, genug gelästert über andere. Ist nicht mein Ziel. Dieses Holster habe ich geschenkt bekommen mit einer Pistole zusammen. Da war eine Walther PP drin. Und diese Walther PP war die einzige Waffe, die derjenige hatte. Und dieses Holster war da ganz offenbar dabei. Das war also offenbar auch sein einziges Holster. Und das war so ein klassisches militärisches Zweite Weltkriegsholster. Vermutlich ist das jetzt hier in den 60er Jahren oder so gemacht worden, aber diese klassische Form. Diese hier. Und dann war ihm das aber nicht passend genug, hat sich gesagt, was soll ich damit? Und hat dann alles außenrum abgeschnitten, sodass er das als Gürtelholster verwenden kann. Finde ich irgendwie interessant. Ah, die Berliner Polizei. Da wollte ich euch noch Reinigungsgerät zeigen von der Berliner Polizei. Passt jetzt nicht so richtig hier, aber Polizeipräsidium Berlin mit Elektroschreiber und hier kaum zu erkennen PIWR. In dem Buch Polizeiwaffen Berlin ist eine Liste, wo man die meisten dieser Dienststellen entschlüsseln kann. Ich weiß nicht, ob das Polizeiinspektion heißt. Das waren noch Zusatzbürsten gewesen. Ich habe schon überlegt, ob ich einen Adventskalender mache. Nur mit Reinigungsgeräten, wo ich jeden Tag ein Reinigungsgerät vorstelle. Ein Freund hat dann gesagt, lass das bloß bleiben, das interessiert keine Sau, das interessiert nur dich. Von Heim, Reinigungsgerät 53. Das war deutsches Bundespatent. Das war das Reinigungsgerät für den Zollkarabiner und den Polizeikarabiner. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg, hat die Polizei ein 890er Gewehr gebraucht für die Bereitschaftspolizei und ähnliches.
Und es sollte so wenig militärisch wie möglich sein. Und dann ist ein sehr interessantes Gewehr rausgekommen, potthässlich, ohne Schaftdurchbruch, mit festem Visier. Und auch an einem 98er Schaft ist hinten so eine Metallscheibe mit einem Loch und die ist zum Zerlegen vom Verschluss. Der Verschluss vom 98er wird auseinandergeschraubt und dann wird er in das Loch reingedrückt. Der Schlagbolzen wird reingedrückt, der Sicherungshebel nach unten und dann kann man hinten die Mutter lösen. Aber der Zollkarabiner hat dieses Loch nicht gehabt und daher ist das Loch hier. Hat sich irgendwer verewigt, irgendwelche Initialen reingekritzelt. Ja, sehr interessant und zusätzlich ist auch Pistolenputzzeug drin. Da ist die Putzschnur fürs Gewehr. Hier ist ein sehr schöner Öler aus Messing. Und hier ist der Putzstock für die Pistole und Bürsten. Bürsten und Putzstock. Aber ich werde keinen Adventskalender machen mit Reinigungsgeräten, weil wird keine Sau interessieren. Irgendwann zeige ich euch mal ein paar. Das ist meine Mossad-Beretta, wie ich es immer nenne. Ich habe das Buch jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ein ehemaliger Mossad-Mann hat ein Buch geschrieben. Und da geht auch viel um die Waffen- und Schießausbildung. Und ich denke, viele von euch haben den Film München gesehen. Das ist eine Szene im Treppenhaus, wo sie jemand im Treppenhaus erschießen. Dann flüchten sie und dann kommt ein anderer hin, schaut, ob der auch wirklich tot ist. Und aus einer Milchpfütze, also da sind so Milchflaschen zerbrochen, hebt er dann eine Kleinkaliberhülse auf. In dem Film schießen die mit Beretta 92, die es damals noch nicht gab. Und diese Kleinkaliberhülse ist eine Anspielung auf die wirklich verwendete Waffe. Nicht nur der Mossad hat diese Kleinkaliber-Beretta, die Beretta 71, verwendet, sondern auch die Sky Marshals von Israelis. Das war eine meiner ersten scharfen Pistolen, die ich hatte. Die zweite, glaube ich. Und die kommt von einer Behörde. Ich habe leider keine Ahnung von welcher. Da auch wieder. Sollte es jemand wissen, ich wäre sehr dankbar für einen Kommentar. Ist mit diesen Holstern geliefert worden. Das war ein ganzer Posten, den Franconia verkauft hat. Von diesen Holstern und diesen Beretta-Kleinkaliberpistolen. Ein Inside-Holster für eine super verdeckte Trageweise. Das ist eine Pistole, die man cocked and locked führt. Geführt hat damals. Heute würden wir es nicht mehr machen wegen der fehlenden Schlagbolzensicherung und sich dann so in die Hose gesteckt hat. Diese Pistole hat hervorragende Deutschusseigenschaften. Ich kann mich kaum an irgendeine Störung damit erinnern. Vermutlich hat sie mal eine gehabt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Super zuverlässig, hervorragend. Ich habe jetzt auch einen Schalldämpferlauf dafür. Und warum hat ein Geheimdienst so eine Waffe verwendet? Weil Kleinkalibermunition damals fast in der ganzen Welt frei verkäuflich war. Und weil es super schallzudämpfend ist. Und ich habe die zufällig hier liegen. Das war gerade gar keine Absicht. Das ist ein 6,35er Geschoss, was ich in eine Schutzweste geschossen habe. Und das ist ein 22er Geschoss, was ich in eine Schutzweste geschossen habe. Das hat viel mehr Energieabgabe, dieses weiche Bleigeschoss. Das war der Grund dafür. So, zu diesem lustigen Haken kann ich euch gar nicht viel sagen. Hat irgendwann mal als Schlüsselhalter zur Behördenausstattung gehört. Sehr hochwertig gemacht. Die Autoschlüssel war schon vermutlich dran gekommen sein. Im Justizvollzug ist sowas ja immer eine große Sache, aber da sind die Schlüssel eigentlich immer in so einer Ledermappe drin, in so einer Ledertasche. Ich habe das ein oder andere Holsterkonvolut bekommen und da waren die dabei. Hier zum Beispiel ist eine ganz klassische Handschellentasche aus Leder. PI Südost. Das wird vermutlich die Dienstgruppe B gewesen sein. Mit Clip 1985. Ich habe mehrere davon. Ich weiß, dass das die Jahreszahl ist. 1985.
Das wird mit Sicherheit älter sein. Leider nicht gestempelt für eine Fesselzange, für eine Vorführzange. Die werden tatsächlich immer noch benutzt. Die werden bei der Justiz benutzt, zur Vorführung, zu Verhandlungen, zu Gerichtsverhandlungen. Wenn ihr im Fernsehen mal irgendwelche großen Gerichtsverhandlungen seht, wo ein Haufen Presse da ist, dann werden die Gefangenen, die Angeklagten mit sowas reingeführt oft. Und ein paar Pistolenholster, Quatsch, Magazinholster, Magazintaschen. PP, PPK vom Polizeibeamten Bayer. Wirkt sehr klein. Das sind 2,9 mm Magazintaschen. Hier steht auch irgendein Name drin. P5 Fehring. Also für die Walter P5, das wird dann vermutlich Polizei Baden-Württemberg sein. Kannst du fast nicht erkennen. Das heißt, da ist aber P5 gestempelt, eingestempelt. Hinten unbeschriftet. Und hier ist noch eins, was mit Bund gestempelt ist und einer Versorgungsnummer. Ob das jetzt auch Bundespolizei war oder Zoll, weiß ich nicht. Ich kenne die Versorgungsnummer nur von der Bundeswehr. Aber es wirkt eigentlich fast auf mich eher wie ein Bundespolizeiholster für die P6, Sigsauer P6. Ja, und das Letzte, was ich hier noch liegen habe, ist ein ganz billiges, mehr so für den Softwarebereich, ein Oberschenkelholster. Ein Universalholster, was man verstellen kann, da passt da jede Pistole rein. Die meisten werden das wissen, das kommt hier an den Gürtel und der Sinn davon ist, dass die Pistole so tief ist, dass man mit der Hand ganz bequem runterlangen kann und sie ziehen kann. Da wollte ich noch ganz kurz was zu sagen. Ich hasse Oberschenkelholster. Ich halte da gar nichts von. Wenn man eine Waffe an der Hüfte trägt, ist die immer an derselben Stelle. Wenn man eine Waffe am Oberschenkel trägt, egal ob man sitzt, steht, kniet, liegt, ist die Waffe immer woanders. Und die baumeln ganz schlimm rum. Und ich finde die unfassbar lästig. Und die Waffe schlägt überall an. Viele finden die cool und modern und taktisch. Ich halte sie überhaupt nicht für taktisch. Ich finde sie mega scheiße. Sollte irgendwer wissen, wo diese Beretta verwendet wurden, würde mich sehr freuen. Würde mich wirklich freuen. Schaue ich gerade mal, ob ich euch hier noch die Bestempelung zeigen kann. PB müsste Pietro Beretta heißen. Beschusszeichen, bayerische, sind natürlich bayerische Beschusszeichen, weil die kommt von Franconia. Hier unten ist der Franconia-Handelsstempel, kaum zu erkennen. Und die Beschusszeichen, das sind diese W, diese stilisierten. Wie gesagt, sollte jemand wissen, wo die dienstlich verwendet wurden, ich vermute italienische Kriminalpolizei, ich weiß es aber überhaupt nicht. Würde mich sehr freuen, wenn es jemand weiß. Weil die Pistole begleitet mich schon lang. Ja, das soll es gewesen sein. Ich glaube, so schnell kommt jetzt erstmal kein weiteres Holster-Video. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Doch, eins noch. Ein Yaki-Holster genannt. Das hatte ich auch noch hergelegt. Kaum zu lesen, was da drauf steht. Stark gebraucht. Ich habe tatsächlich mal im Waffenhandel gearbeitet. Habe ich auch noch nie erzählt auf dem Blog. Und da lagen die rum. Da habe ich mir davon eins mitgenommen für ein paar Mark damals noch. Das müsste auch ein ehemaliges Polizeiholster sein. Und der Sinn davon ist natürlich, dass die Waffe so wenig wie möglich auffällt und ganz eng anliegt. Passt sehr viel rein, wird aber für eine Sigsauer P6 gewesen sein. Hier wollte ich euch noch einen Tipp sagen. Mit sowas würde kaum jemand so rumlaufen. Ich habe das Holz auch verwendet. Ich bin damit rumgelaufen, aber hier kann man einen Gummiring reinmachen und den legt man hier drum. Das kann man sogar mit zwei Gummibändern machen. Ist die Waffe hier richtig fest drin und die kann man einfach durchreißen. Ist ein hervorragender Tipp, den ich mal gekriegt habe, habe ich dann auch eine Weile so gemacht. Ja, und das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und ich wünsche euch alles Gute und nur das Beste. Ciao. Es war klar, dass ich was vergesse. Ich habe noch ein Holster hergelegt gehabt und noch zwei Bücher.
Ich habe gerade schlecht über Herr Stammel geredet und sein Buch. Das sollte ich natürlich nicht machen, ohne euch zu sagen, welche Bücher aus derselben Zeit hervorragend sind. Von Herrn Hübner. Und das Combat Digest von Jan Boger. Jeder, der sich auskennt, weiß, wer Jan Boger wirklich ist. In diesem Buch sind sehr viele Holster gezeigt und erklärt. Und das macht den Unterschied zwischen Theoretiker und Praktiker aus. Wenn man eine Waffe trägt, ist das Holster viel, viel, viel wichtiger als die Pistole selber. Eine Pistole muss zuverlässig sein und das ist das wichtigste Kriterium. Aber ansonsten muss die vor allem angenehm getragen werden können, die muss sicher sitzen, die darf man nicht verlieren. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die viele übersehen. Und ob man eine Waffe im Alltag trägt oder nicht, entscheidet vor allem ein gutes Holster. Daher in diesem Buch sehr viel über Holster erklärt. Das Buch ist schon alt, das spielt aber keine Rolle. Da steckt sehr viel praktisches Wissen drin. Der Herr Hübner. In dem Buch ist jetzt nicht viel über Holster erklärt, macht aber nichts. Ich habe noch ein anderes Buch vom Hübner, wo dieses Holster drin gezeigt ist. Ich habe es jetzt leider nicht gefunden. Schauen wir mal, was er hier sichtbar bekommt. Hübner Spezial. So heißt das Holster, Hübner Spezial, von Sickinger gefertigt. Es hat nur eine Art zu schließen, nicht wie die anderen Holster. Man kann es aber auch rausreißen, die Waffe. Und innen steht noch irgendeine Kriminalpolizeidienststelle, wo es verwendet wurde. Kriminalpolizeiinspektion und unten drunter ist nicht mehr lesbar. Ich kann es jedenfalls nicht lesen, bei welcher Behörde das war. Das Holster zeige ich euch auch noch, weil ich das tatsächlich verwendet habe. Ich habe wirklich mal ein Jahr lang etwa eine Walther PPK getragen und da habe ich dieses Holster gehabt. Hat einwandfrei funktioniert. Das war in der Anfangszeit, wo ich einen Waffenschein hatte. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, selbst so eine kleine Walther PPK, es macht einfach keinen Sinn, so eine Waffe außen am Gürtel zu tragen. Wenn man sie verdeckt zur Selbstverteidigung trägt. Da machen nur Inside-Holster Sinn. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Erfindung von Herrn Hübner. Ein Jan-Boger-Buch. Hervorragende Literatur, auch wenn sie alt ist. Daraus kann man sehr viel lernen. Jetzt zum letzten Mal. Macht's gut.